Hello and welcome to Nerdatech. My name is Dessus and this is our 2017 recap. First of all, I want to thank all the English speakers out there that subscribed me the last month. I discovered VRChat only 2 months ago and since then I explored and created so many things. I read Ready Player One this year, so I think that led me to VR. So yeah, that's my short introduction for you as English speakers. The rest of the video will be just me recapping 2017 in German, so thank you to all English speakers out there. I really appreciate your trust in me to subscribe to my channel. So I will do most of the videos in the future in German, but the best of VRChat videos will always be in English. Pinky promise. Und jetzt an meine deutschen Abonnenten. Vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid über die Projekte und die Jahre hinweg. Und natürlich auch danke an die deutschsprachigen, die jetzt durch die VRChat Videos dazugekommen sind. Wie ihr gemerkt habt, bin ich zurzeit richtig in VR drin, auch wenn ich noch keine VR-Brille habe. Was wohl an VRChat und Ready Player One liegt. Wer sich immer noch nicht die Ohren von mir hat zulabern lassen, was VRChat genau ist, kann ja mal das Video anschauen, wo ich erklärt habe, was VRChat überhaupt ist. Ich finde, man wird auch immer ganz stark vom kreativen Prozess von anderen Leuten beeinflusst und das hat man in diesem Spiel halt sehr arg. Und das Ganze in einem Rahmen, wo es eigentlich kein Links und Rechts gibt, wo die Möglichkeiten unendlich sind. Und deswegen gibt mir das Spiel zurzeit auch viel von der Zeit, die ich reinstecke, auch zurück. Ich habe sogar meine Switch vernachlässigt, weil ich zurzeit nur an VRChat bastel. Aber rundum war 2017 ein riesiges Jahr für mich. Ich bin sehr weit gekommen. Nicht nur wie hoch ich das Jahr beendet habe, sondern auch wie tief ich das Jahr angefangen habe. Und deswegen habe ich für euch einen kleinen Zusammenschnitt. Ich bedanke mich für eure tolle Unterstützung. Das ist für euch Film ab. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Zelda Breath of the Wild. Naja, jein. Ich hab die Switch noch nicht und ich hab auch Zelda noch nicht und ich wollte aber unbedingt spielen und dann dachte ich mir, lass uns doch was anderes zocken und dann bin ich auf Skyrim gekommen und dann, ja. Also es ist in dem Sinne Breath of the Wild minus Breath of the Wild minus Zelda plus Skyrim plus Mods. Screw video games, dude. Who fucking needs them? Yeah! Fuck them! South Park, The Stick of Truth, ist jetzt erhältlich. Naja, eigentlich schon länger. Aber wir werden's jetzt let's playen. Los geht's. Guck mal! Edgar! Edgar, schau! Schau! Ja, schau! Guck, Ballon! Ja, komm! Oh! Ah, diese Pikachus! Jetzt zu was eher witzigen. Pornhub ist ja für seine kuriosen Statistiken bekannt. Und die haben letzte Woche herausgegeben, dass während der Zeit, als Breath of the Wild rauskam, also zum Release der Switch, wurden zufällig 15% weniger Pornos geschaut. Ob das wohl zusammenhängt? Noch kurioser ist, dass die meistgesuchten Wörter nach dem Release Zelda und Link waren. Ja, auch Zelda-Fans schauen Pornos. Da, dieses Ding da oben. Da oben. Und wir sind da. Braves Pferdchen, gutes Pferdchen. Ah, ohne dich wäre es so ermüdend gewesen, da hochzulaufen. So, wie können wir denn absteigen? Was ist los? Schnitzel. Schleichzi. Abiti, ich schleich dir. Du Arschloch. Ich wurde von einem Panzer beleidigt. Yeah. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Der wohl offensichtlichste Grund von allen. Eine Konsole und ein Handheld in einem. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause und dann merkt ihr, ups, ich habe gar keine Zeit mehr, ich muss los. Dann nehmt ihr die Konsole einfach mit und geht eures Weges. Okay, das Ganze klingt zwar sehr abwegig, aber mit der Switch könnt ihr buchstäblich zocken, wo ihr wollt. Auf dem Klo, daheim, auf dem Fernseher, im Flugzeug, in der Straßenbahn, auf dem Flugzeug, auf dem Weg in die Schule, auf der Flugzeugtoilette, in der Schule,
auf dem Schulhof. Und die Switch ist dabei trotzdem immer noch kompakt und transportfähig. Zumindest um einiges transportfähiger als so manche andere Konsole. Und weiter geht's. The Germans invading us! Fucking Russian, you asshole! Oh, sorry, the Russians invading us! This is our territory. We shoot you. Where is Putin? Putin. Where is Putin? Put in what? Put in your mouth? Experience tranquility. So. Look. So, sie zu erwischen wird jetzt schwieriger. Aber da ist sie. Das ist die Lydia. Hey. So, das ist jetzt unsere Fee. Hey. Gönnt euch. Hey. Ist das geil. Watch out. Ja, Mini bist du. Ja, Mini. Die sieht jetzt kein Schwein. Aber sie hilft uns beim Kämpfen. Unsere Fee ohne Flügel. Vielleicht können wir ja doch irgendwie, keine Ahnung, ihr so ein Feengewand oder so geben. Aber man sieht sie ja eh kaum. Ja, jetzt laber nicht. Pass auf, dass du dir auf Lydia trittst. Ah, wer kennt's nicht? Die Legenden von Link und Lydia. Da kannst du, kommst du auf die Treppen runter. Hey! Komm, Lydia, komm. No, I don't think this date is going well. Oh, no! Terrence! It's not you! It's my fault. Yeah! It's Terrence. Like I'm sorry. I'm just not feeling it. I'm actually. So. Genau, so wollte ich's. Komm her. Yeah! Sauber, Link, sauber! Can somebody take a picture of me and David Hasselhoff? Wait, hold on, where's the best place to take a picture? Jeez. Okay, sag Sitz zu Edgar, versuche es noch einmal. Edgar? Deutschland! Deutschland! Edgar! Deutschland! I give tranquility to everyone, but only few accept it. Like Reaper, I tried to heal him. Then he did the whole I need healing later. I healed him, then he did it again. And it's a shame he just stopped moving.